Hi, hallo ihr Lieben, hier ist Yvan aus Sportpark Freiburg und wir machen jetzt eine Stretch and Relax Stunde. Ja? Ich mache jetzt ein paar Übungen, die ganz schön sind, wenn du zum Beispiel morgens aufwachst, zum Beispiel, oder abends, bevor du ins Bett gehst. Ja, so, das sind ein paar Übungen, einfach den Rücken ein bisschen, die Muskulatur ein bisschen zu lockern, ja. Auch ein paar Übungen für die Hüfte, ein paar Rotationübungen für die Brustwirbelsäule. Einfach ein paar Übungen, die den Körper entspannt. Okay, wir fangen unten an. Komm bitte mal hier in diese Vierfüßlerstand. Lass die Hände genau unter deine Schulter. Lass die Zehenspitze nach hinten zueinander und setz dich nach hinten. Gut. Beweg dich ein bisschen nach rechts und nach links. Und komm erstmal nur ein bisschen langsam hier unten. Lass deinen Körper zwischen den Beinen senken. Und bleib unten. Setz deine Stirn auf die Matte. Und probier immer mehr, deinen Körper loszulassen. Atme tief ein. Und aus. Mach das ein paar Mal für dich. Und entspann. Gut. Dann streck bitte dich wieder aus. Streck die Arme aus. Mach deinen Rücken lang. Und öffne deinen Brustkorb. Du wirst hier lang. Dein Kopf geht nicht so weit nach hinten. Und jetzt komm wieder nach unten. Wir rollen uns nach oben. So dass der Wirbelsäule ganz langsam gerollt wird. Schieb dich wieder zurück. Jetzt schaut nach vorne wieder, wird es hier wieder lang. Lang. Roll dich wieder nach vorne. Gut, schieb dich zurück und lass wieder locker. Sehr gut. Einatmen, bist du hier wieder lang. Ausatmen, kommst nach unten. Einatmen, rollst du hoch. Ausatmen, schiebst du dich wieder zurück. Einatmen, öffne den Brust. Ausatmen, lass locker. Einatmen, roll. Und ausatmen, schieb dich wieder zurück. Einatmen, kommst du wieder hoch und atmen hier ein. Ausatmen, tief. Einatmen, roll. Gut, jetzt bleib hier. Schieb den Popo nach hinten und öffne deinen Brustkorb nochmal. Jetzt kipp das Becken nach vorne und zieh deinen Bauch nach innen hoch. Drück deinen Brustkorb nach oben und mach eine runde Buckel. Nochmal hier öffnen und ausatmen. Zieh die Schulterblätter zurück. Und hier, lass die Schulterblätter hängen, ja, und öffne mehr den Brust. Einatmen, wieder hoch. Und ausatmen. Einatmen hier. Ausatmen, hochdrücken. Einatmen, wieder öffnen. Super, ausatmen, wieder hochdrücken. Und einatmen. Gut. Schieb dich zurück, roll dich wieder hoch und atme ein. Heb die Zehenspitze hoch und atme aus. Lass den Popo nach unten tief und locker. Gut. Der Popo ist locker, du schaust nach unten zwischen deine Hände. Dein Bauch zieht immer ein bisschen nach oben. Lass tief. Gut. Jetzt schaut nochmal zu mir. Zieh deinen Bauch hoch. Zieh die Schulterblätter weit weg auseinander und die Schulter weit weg von den Ohren und lass dich wieder hängen. Nochmal, Bauch, Schulter weit weg von den Ohren und lass wieder hängen. Nochmal, hoch und zurück. Jetzt wir kreisen ein bisschen, schau, wir ziehen uns hoch, kreisen ein bisschen
und tief. Kreisen und relax. Drück dich hoch und drück dich wieder tief. Die Schulter geht ein bisschen nach vorne und nach hinten zurück. Letztes Mal. Und schieb dich wieder hoch. Gut, entspanne jetzt deinen Rücken. Komm mit deinem rechten Arm nach vorne, setz deinen Handrücken zur Matte und schieb dich zurück. Komm zurück. Komm mit deiner linken Hand Rücken auf die Matte und schieb dich zurück. Und lass wieder hier locker. Hol dich wieder hoch. Lass deine Hüfte wieder hängen und bleib hier. Jetzt beug das rechte Bein und schaut hinter dir. Schieb deine linke Schulter vor. Komm zurück und relax. Hol dich wieder hoch. Einatmen. Ausatmen, lass die Beine mal unten. Entspannen. Tief. Beuge das linke Bein und schaut über deine linke Schulter zurück. Deine rechte Schulter schiebt vor. Gut, komm wieder zurück, drück dich wieder hoch und lass locker. Sehr gut. Mit mir. Komm jetzt wieder hier in diese Vierfüßlerstand und du hebst deinen rechten Arm hoch. Großer Kreis nach hinten. Komm mit deinen Handrücken auf deinen Rücken. Atmen aus, kommst du tief. Jetzt öffne deinen Brustkorb zu mir. Heb deinen Arm hoch und mach deinen Kreis. Ausatmen, Blick zur Matte. Einatmen, großer Kreis. Hand hinter deinen Rücken. Ausatmen, zur Matte schauen. Brustkorb öffnen. Mach eine große Schwimmbewegung nach vorne. Und ausatmen. Große Schwimmbewegung zurück. Hand hinterm Rücken. Nochmal Brust öffnen. Und zurück. Nochmal lang. Und hier. Nochmal lang. Einatmen. Bleibst du jetzt hier? Du kommst mit deinem rechten Arm unter deine linke. Nochmal öffnen. Und ausatmen. Komm so tief mit deiner Schulter, bis deine Schulter den Boden berührt. Einatmen wieder lang. Und ausatmen wieder tief. Einatmen lang. Bleib jetzt oben und komm mit deiner rechten Hand auf deine linke. Schieb deine Po nach rechts. Und gehst hier mit den Händen ein bisschen nach links. Super, schieb deine Körper diagonal, die Hände Richtung 2 Uhr, den Popo Richtung 7 Uhr. Setz deine Hand wieder zurück und komm wieder hoch. Super, wie geht's euch? Schon ein bisschen mobilisiert? Das machen wir das gleiche jetzt mit links. Die Hände sind unter dem Schulter, du kommst mit deinem linken Arm hoch. Du machst eine große Bewegung zurück. Komm mit deiner linken Hand an deinen Rücken und komm tief, Blick zur Matte. Dreh erstmal deinen Brustkorb nach links. Mach eine große Bewegung und zurück. Blick zur Matte. Eine große Bewegung. Dreh erstmal deine Brust nach links. Hand hinterm Rücken und relax. Öffnet wieder und lang. Atmen wieder aus. Sehr gut, du machst das nochmal für dich. Einatmen, große Bewegung. Ausatmen, tief. Einatmen, große Bewegung nach vorne und ausatmen zurück. Einatmen lang, schwimm zurück. Nochmal. Einatmen, große Schwimmbewegung und zurück. Nochmal öffnen und bleibe hier. Du kommst
schaust mit deinem linken Arm unter deine rechte. Du schaust unter durch. Einatmen wieder öffnen. Und ausatmen. Twist. Einatmen. Und ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Atmen wieder tief ein. Wieder tief aus. Atmen ein, komm hoch. Bleib hier und komm mit deiner linken Hand auf deine rechte. Schieb deine Po nach links und geh mit den Armen ein bisschen nach außen. Die Hände sind so Richtung 10 Uhr und deine Popo so Richtung 5 Uhr. Gut, komm mit den Hand zurück. Hol dich wieder hoch und lass deine Hüfte noch einmal senken. Gut. Geht's dir besser? Komm tief und schau zwischen den Händen. Sehr schön. Komm wieder hoch und schieb dich zurück. Super. Komm nochmal, roll dich nach oben. Dieses Mal legen wir uns hin. Gut. Probier hier locker zu werden in den Lendenwirbelsäulen. Bewege dich ein bisschen, deine Po nach rechts und nach links. Super, wir probieren die Lendenwirbelsäule ein bisschen zu entspannen. So, ihr Lieben, komm langsam. Jetzt mit den Händen machst du so eine Dreiecke vor deinem Gesicht. Du drückst dich ein bisschen hoch. Wenn das für dich geht, ist gut. Ja, wenn das nicht geht, komm nur ein bisschen und wieder zurück. Jeder für sich. Wenn man Rückenschmerz hat, vielleicht hier reicht vollkommen. Oder du gehst ein bisschen höher. Popo fest anspannen. Gut, jetzt lass deinen Bauch nach innen und deine Popo locker. Popo entspannen. Und wieder relax. Nochmal, drück dich hoch. Popo locker. Dein Bauch zieht sich immer nach innen. Und dann wieder locker. Super. Komm mit mir mit den Händen hinter an deine Brustfalte. Schließ die Ellenbogen ein bisschen zurück. Du beugst das rechte Bein hoch. Und du schwingst das rechte Bein hier. Aber hier hebst du den Brustkorb hoch. Und wieder zurück. Beuge das linke Bein. Ganz wichtig, wir drehen, aber wir heben den Oberkörper hoch. Beide Hände sind auf dem Boden und du kommst zurück. Nochmal, rechts. Brust heben, ganz wichtig. Und die Hüfte mehr drehen. Und wieder zurück. Nochmal wechsel. Beug deinen Fuß, beug deine Beine und komm mit den Fuß Spitze weit weg zur Seite. Am besten wäre, wenn diese Fuß hier parallel zu deiner Hand ist. Nur wenn es geht. Nochmal. Und zurück. Super, wechsel nochmal. Und locker. Gut. Wie geht's euch? Alles gut? Jetzt Achtung, du kommst jetzt, beug das rechte Bein und du setzt den Fuß auf und heb deine rechte Arm und zurück. Beug das linke Bein, setz den Fuß und kommst du mit dem linken Arm hoch und wieder tief und wieder zurück nach vorne. Bist du bereit? Beug das rechte Bein, schwingen, bleibe hier, beug deinen Arm. Da wo du bist, wenn es geht, heb deine Popo hoch. Du atmest nach oben ein. Deine Hand ist zur Decke. Und diese Linie behalten wir. Schaut, Handgelenk, Schulter, Schulter, Ellenbogen, Handgelenk. Gut, komm wieder tief. Alles okay, beug deine linke Arm und leg dich wieder.
Ellenbogen nach hinten, linke Beine beugen, schwingen, bleib hier. Deine linke Fuß ist fest, du kommst hoch zur Decke zuerst. Achte darauf, dass diese Linie stattfindet. Handgelenk, Ellenbogen, Schulter, Schulter, Ellenbogen, Handgelenk. Und zurück tief. Und leg dich wieder zurück. Wie geht's? Das machen wir nochmal. Du beugst das rechte Bein. Du schwingst dich hier. Bleib hier. Spiegel. Du siehst gut aus. Auf geht's. Jetzt mit mir. Du gehst nach oben zur Decke. Stimmt diese Linien hier? Komm nach unten. Und komm nach oben. Jetzt, du kommst mit deiner Hand weit nach hinten. Nur wenn es geht bei dir. Okay? Zurück und relax. Super. Ich bin froh, dass ich heute das machen kann, weil die letzte Woche hatte ich Rückenschmerz. Ja? Ist einfach zu wenig Bewegung jetzt in dieser Corona-Zeit. Gut, schließ die Ellenbogen, beug das linke Bein, kommst bitte hier. Erstmal hier. Gut. Nach oben hoch zur Decke. Deine linke Hand, wir kontrollieren diese Linien, gehen wieder hoch. Jetzt komm mit der Hand weit und schieb deine Popo hoch. Komm zurück, beug deine Arme. Gut, und leg dich wieder hin. Hammer, wie geht's? Wir machen noch eine Runde, okay? Schließ die Ellenbogen, beug das rechte Bein, schwing dich rüber. Bleibe hier, atme hier aus. Einatmen hoch zur Decke, ausatmen tief. Einatmen hoch, ausatmen jetzt. Geht das bei dir? Einatmen und ausatmen, beug deinen Arm. Komm wieder tief und locker. Gut, beug das linke Bein, schwing dich rüber. Atmen aus. Atmen ein, hoch zur Decke. Atmen aus, Hand nach unten zu deiner anderen Hand. Komm wieder hoch. Atmen aus. Und zurück. Beug deinen Arm und komm zurück. Hol dich wieder nach vorne zu deinem Bauch. Gut, schließ die Ellenbogen. Drück deine Knie gegen den Matte, drück dich hoch und schieb dich zurück nach hinten. Gut. Jetzt hier, bleib bitte mit deinen Händen fest und mit deinen Füßen fest. Komm nach vorne und wir gehen in diese umgedrehte V. Presst die Ferse zum Boden und schieb den Brust zum Oberschenkel. Heb die Ferse hoch, roll zurück und setz dich hier. Weil die ganze Zeit bleibt deine Fuß und deine Hände fest. Das heißt, du läufst nicht mit den Händen oder mit den Füßen. Roll dich nach vorne. Komm hoch. Du bleibst mit den Fuß da, wo die sind, und du presst die Ferse zum Boden. Heb die Ferse hoch, einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Ferse hoch, einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen hoch. Bleibt jetzt hier. Super. Schieb die Ferse so tief wie es geht zur Matte. Heb die Ferse hoch, roll dich nach vorne und bleib hier mit den Hüften parallel zu deiner Schulter, diagonal. Ja? Senk deine Hüfte tief, ich spann die Oberschenkel und häng die Hüfte häng nach unten. Gut, Popo fest und Oberkörperhöhe. Komm nach oben, einatmen und ausatmen, press die Ferse tief zur Matte. Heb die Ferse hoch, einatmen
roll dich nach vorne. Ausatmen, Popo tief, 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 tief. Einatmen, Brust hoch. Sehr gut. Ausatmen hier. Einatmen auf den großen Punkt. Und ausatmen tief. Da, wo du bist, kommst du mit deiner linken Hand zu deinem rechten Fußgelenk oder Wade. Schaut unterdurch zu der anderen Seite. Atme da tief ein und aus. Komm langsam zurück und wechsel linke Hand oder rechte Hand zu deinem anderen Fuß. Schieb den Popo trotzdem hoch und schaut unter deinen anderen Arm durch. Gut, komm mit der Hand zurück. Komm wieder nach vorne und setz die Knie auf. Und schieb dich nach hinten in den Child Pose. Relax. Sehr gut. Lauf mit den Händen nach hinten. Und bleibe hier tief in den Child. Wie geht's euch? Alles wieder gut? Bleib hier. Und entspann dich. Gut gemacht, ihr Lieben. Diese Bewegung kannst du, wenn du möchtest, ein bisschen schneller machen. Ja, ich habe ganz ruhig gemacht. Vielleicht hat ein oder andere von euch Rückenschmerz. Und so sollst du langsam rangehen. Gut, wir machen noch eine Bewegung zum Schluss. Du kommst wieder hier hoch. Und du schiebst hier deine Popo nach vorne in die Länge. Gut. Lang. Gut. Und du gehst ein bisschen nach hinten zurück. Ja. Manchmal, wenn hier vorne verkürzt ist, ist diese Öffnung hier gut für deinen Rücken. Und langsam wieder zurück nach unten. Super, komm wieder hoch. Wenn du möchtest, kommst du jetzt mit deiner rechten Hand zu deinem Fuß und du kommst mit deinem rechten Arm hoch. Weißt du noch, wie wir gemacht haben, nach oben zur Decke? Jetzt kannst du so ein bisschen wieder zurück nach hinten biegen. Nur wenn es bei dir geht. Komm zurück. Dieses Mal, wir gehen nach unten tief und wir wechseln. Wir kommen hoch zuerst zur Decke. Deine linke Hand sucht deinen Fuß, deine rechte Hand geht zur Decke. Wenn für dich möglich ist, massiere den Bogen nach hinten. Wenn du möchtest, male hier zurück deinen Kreis. Komm tief, komm hoch. Mit deinem linken Arm such deine Ferse und mach jetzt den Bogen hier. Komm zurück, mal diesen Kreis zurück. Komm hoch auf die andere Seite, such deine Ferse und mach wieder hier einen Bogen. Zurück. Einatmen hoch. Ausatmen tief. Einatmen hoch. Ausatmen tief. Letztes Mal. Links.
alles wieder locker. Gut, setz dich wieder hier. Das Ziel war eine kleine, kurze Stretch zu machen. Und der Fokus war in den Rückenmuskulatur. Ja? Ein paar Öffnungen für den Brustkorb und ein bisschen diese Entspannung lösen. Gut, zum Schluss, du kommst wieder nochmal hier nach vorne und du lässt dich wieder hängen. Gut. Schaut nach unten zur Matte und entspannt dich. Wir gehen noch einmal, setz dich wieder die Ferse hier und die Hände und Füße sind fest. Wir kommen hoch. Wir gehen nach hinten hoch. Presst die Ferse zurück und lass dich tief. Ferse so weit zurück. Wir schließen die Füße zusammen. Du kommst mit deinem rechten Fuß ein Stück weit nach vorne. Ungefähr so, dass deine Hallux parallel zu deiner linken großen Zeh ist. Verlag das Gewicht auf rechts und beug das linke Bein, so dass deine Ferse komplett flach auf dem Boden liegt. Alles gut? Super, lieb. Presst deine rechte Ferse tief zum Boden, schieb deine Brust zum Oberschenkel und heb den Popo hoch. Wenn du willst, löse deinen linken Fuß und heb diesen Fuß, beug das Bein und heb das Bein hoch. Dreh deine Fußspitze nach außen, dreh deine Hüfte und press deine Ferse tiefer zu Boden. Achte darauf, dass die Schulter weit weg von den Ohren sind und dass deine Brustkorb zum Oberschenkel schiebt. Bleib noch, press deine Ferse hoch. Spürst du die Dehnung hier an den hinteren Oberschenkel und Wade und Achillessehne? Beug das Bein, dreh die Hüfte, setz deinen Fuß, roll dich nach vorne. Wow, das war eine intensive Dehnung, oder? Komm zurück. Sehr gut. Roll dich wieder hoch und setz die Füße wieder auf. Nochmal, Hände und Füße sind fest. Wir kommen nach vorne und wir gehen nach hinten hoch in den umgedrehten V. Schließ die Füße zusammen. Dieses Mal gehst du mit deinem linken Fuß ein Stück weit nach vorne. Ungefähr, dass dein linker Hallux parallel zu deiner großen Zeh ist, zu deiner rechten großen Zeh. Verlag das Gewicht nach links, presst deine linke Ferse tief und schaut zu deinem anderen Knie. Bleib erstmal einen Moment hier. Bleib da für dich fest. Noch vier. Noch drei. Gut. Beug das rechte Bein und heb das rechte Bein hoch. Streck das Bein komplett aus und bleib da oben. Deine linke Ferse geht tief, deine rechte Ferse hoch. Dreh jetzt deinen Brustkorb zur Matte und schieb deinen Brustkorb zu deinem linken Knie. Und du bleibst da. Atme tief ein und aus. Das rechte Bein, dreh die Hüfte gerade und setz deinen Fuß wieder auf. Hol dich hoch, setz die Knie auf und bleib nach hinten in der Child Pose.
Öffne ein bisschen die Knie nach außen und lass deine Körper zwischen den Beinen sinken. Bleib noch eine Minute für dich, einen Moment für dich und stretch. Sehr gut. Gut gemacht. Sehr, sehr schön. Wie gesagt, das Training war ein bisschen einfacher, aber wenn du Schmerz hast, ist genau das ein bisschen, was die Muskulatur ein bisschen befreit. Komm nochmal zurück und setz dich hier. Geht es in Sitz bei dir? Gut. Wenn du jetzt intensivieren möchtest, schaut noch eine oder andere Videos von uns mit Stretch and Relax oder Pilates. Ja? Und wir sehen uns nächstes Mal. Viel, viel Spaß. Bleib stark und hoffentlich sehen wir uns bald wieder hier alle gesund und motiviert. Ciao, ihr Lieben. Bis bald.